So, jetzt ist höchste Konzentration gefragt, denn einige wahrscheinlich für das gesamte Jahr entscheidende Börsentage stehen uns bevor. Einige sehr, sehr wichtige Entscheidungen werden gefällt. Aber schauen wir mal auf die Vorschau, auf den Ausblick für die 25. Börsenwoche, die vom 20. bis zum 24. Juni 2016 läuft. Wir gehen chronologisch vor. Es geht erst einmal los am Montag um 8 Uhr mit der Entwicklung der Erzeugerpreise in Deutschland. Und dann haben wir schon den ersten sehr, sehr entscheidenden Termin, nämlich um 10 Uhr am Dienstag gibt es das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Ankaufprogramm für Staatsanleihen der Europäischen Zentralbank. Handelt es sich hierbei möglicherweise um eine verbotene, eine unzulässige indirekte Staatsfinanzierung? Das muss geklärt werden. Und wir sind natürlich alle sehr gespannt darauf, was dann die obersten Richter dazu zu sagen haben. Am Dienstag um 11 Uhr gibt es den ebenfalls sehr stark beachteten ZEW-Konjunkturindex hier für Deutschland für den Monat Juni. Und um 16 Uhr am Nachmittag beginnt eine Anhörung von Janet Yellen vor dem Bankenausschuss des US-Senats. Das ist also der eine Teil des US-amerikanischen Kongresses. Denn vor dem anderen Teil wird sie dann am Mittwoch bei einer Anhörung zu Wort kommen, nämlich dann im US-amerikanischen Repräsentantenhaus. Naja, und wenn Janet Yellen spricht, kann das natürlich immer wieder enorme Auswirkungen auf die Wertpapiermärkte haben. Am Donnerstag, wissen Sie alle, wir reden seit mehreren Tagen, ach was sage ich, seit Wochen davon, steht dann das Referendum in Großbritannien im Programm. Es geht darum, ob Großbritannien nun in der Europäischen Union verbleibt oder ob es zu dem Brexit kommt. Viel wurde darüber geschrieben und gesprochen. Jetzt steht die Entscheidung nun endlich an und dann wissen wir, woran wir sind. Merken Sie sich also den Donnerstag schon mal vor. Da kann es natürlich auch schon im Zuge dessen zu heftigen Verwerfungen an den Wertpapiermärkten führen. Das müssen wir alles im Auge behalten. Am Donnerstag gibt es dann aber auch noch um 10 Uhr am Vormittag den Einkaufsmanagerindex für die Industrie im Euroraum, hier dann die vorläufigen Angaben. Und am Freitag um 10 Uhr am Vormittag kommt noch der IFO-Geschäftsklimaindex für Deutschland heraus, ehe dann am Nachmittag, auch wenn wir das jetzt hier nicht in der Grafik haben, der Auftragseingang für langlebige Wirtschaftsgüter in den USA veröffentlicht wird. Also schnallen Sie sich an, machen Sie sich bereit. Das wird eine höchst brisante Börsenwoche.